Schön, dass du wieder dabei bist. Neue Folge. Heute ist Mr. Bean dran. Er freut sich schon, in Minecraft endlich mal seine Koffer auszupacken. Und dabei wollen wir behilflich sein. Also ran an sein Häuschen und los geht's. Wie immer gehen wir erstmal für unser Mr. Bean-Häuschen an unsere Kiste ran. Für den Start holen wir uns einfach mal ganz normale Keramik raus, denn ein paar Liter Ziegelblöcke, davon nochmal die Treppen und Stufen, dann holen wir uns auch glatte Sandsteinstufen, davon auch nochmal die Treppen und Blöcke, dann machen, würde ich mal sagen, holen wir uns noch eine Tür raus, ich würde mal einfach die Schwarzeichentürchen empfehlen und dann holen wir uns auch unsere Noten-Nederziegeltreppen raus. Für unser Mr. Bean-Häuschen brauchen wir natürlich erstmal, um zu beginnen, einen Grundriss, damit geht es dann erstmal mit der Keramik los. Wir zeichnen uns erstmal, würde ich mal sagen, hier eine gerade Reihe lang von 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke, dann gehen wir 2 nach vorne und wieder zur Seite weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke, insgesamt haben wir 9 hier vorne. Dann geht es einmal nach hinten weg zur Seite, da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Blöcke ran. Ne? Insgesamt haben wir 12 Blöcke, so, dann wollen wir das hier auf der Rückseite auch nochmal gerade zuziehen. Und dann können wir hier das einfach noch miteinander mit der Vorderseite verbinden. Sobald wir unseren Grundriss gesetzt haben, können wir das Ganze natürlich auch noch ein bisschen hochziehen. Da platzieren wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke rauf. Insgesamt haben wir eine 11er Höhe. Dann ziehen wir erstmal alles hoch. Wenn wir dann das Ganze auf 11 Blöcke hochgezogen haben, geht es daran, dass wir jetzt schon den Vorbau fürs Dach machen. Dabei gehen wir jetzt erstmal, würde ich mal sagen, auf die linke Seite. Lassen an den Seiten jeweils eine Blockreihe Platz. Setzen hier uns erstmal eine Reihe rauf. Dann lassen wir wieder an den Seiten eine Reihe Platz. Und dann geht das eigentlich so lange hoch, bis wir hier oben mit 2 in der Mitte anstoßen. Dann gehen wir einfach mal auf die andere Seite. Da wollen wir auch nochmal das gleiche Maß rüberziehen. An den Seiten erstmal einen hier freilassen. Zack. Und dann ziehen wir das auch nicht weiter, als wir das jetzt auf der anderen Seite haben. Und dann geht es pyramidenmäßig auch hier wieder ganz da oben, bis wir hier mit 2 anstoßen. So, dann haben wir die Seiten natürlich fertig. Jetzt geht es auf die Vorderseite. Da lassen wir einfach mal an der Seite hier 2 Blöcke Platz. Ziehen uns hier so eine Reihe hin. Insgesamt hier 4 Blöcke rauf, sodass wir hier auf der Seite noch 3 Blöcke Platz haben. So, danach machen wir hier auch eigentlich so, dass wir hier oben eine 2er Mitte haben. Wenn wir das soweit haben, geht es weiter jetzt mit dem Niederziegelblock. Den können wir jetzt einfach mal hier auf der ersten Reihe überall an unseren Kanten einmal langziehen. Das machen wir natürlich nicht nur hier auf der Vorderseite. Wieder natürlich auch nochmal hier auf der Rückseite ziehen wir unsere Blöcke lang. So, dann wollen wir erstmal den hinteren Teil zuziehen. Schnappt euch eure Niederziegeltreppen und dann könnt ihr die erstmal hier ganz normal einfach mal hier an den Seiten einmal drauf platzieren. Und dann ziehen wir die einfach mal rüber. Überstehen braucht ihr die erstmal nicht. Wenn wir die Treppen dann zur anderen Seite rübergezogen haben, geht es natürlich jetzt weiter hier auf der Vorderseite. Hier wollen wir natürlich auch nochmal alles einmal, sage ich mal, mit dem Hauptdach verbinden. Hier setzen wir dann natürlich auch erstmal unsere Treppen rauf. Wenn wir das haben, können wir die jetzt einfach mal mit dem Dach hier verbinden. Das heißt, wir setzen einfach unsere Treppen da hinten. Ihr müsst dann vielleicht hier ein bisschen was von anderen Hauptdach weghauen, dass die dann auch ineinander gehen. Zack, zack, zack. Verbinden wir das einfach mal hier schnell miteinander, auch natürlich hier oben. Wie gesagt, müsst ihr einfach hier ein bisschen was weghauen, dass das dann auch alles passt. So, wenn wir das dann soweit haben, geht es weiter jetzt mit unseren Stufen. Ihr seht ja, wir haben hier ein paar Löchlein auf beiden Seiten. Da platzieren wir einfach unsere Stufen auf Treppenhöhe. Zack, zack. Hier drüben füllen wir das auch noch aus. Und dann haben wir das Dach schon so gut wie fertig. Der nächste Schritt, den wir machen, würde ich mal sagen, ja, ist ja jetzt eigentlich hier die Kanten auszufüllen. Würde ich mal sagen, beginnen wir dann hier einfach mal an der Seite. Wir fangen ja auch beim Block an. Da setzen wir jetzt eigentlich erstmal hier so alles so über einmal mit unseren Sandsteintreppen. Das zieht sich dann hier auch wieder zur anderen Seite so runter. Und zwar wollen wir das Ganze jetzt einfach mal hier an den Seiten so einmal überstehen lassen. Natürlich hier alles schön mit den Sandstein. Und dann sage ich mir hier bei der normalen Schicht, da würde ich mal sagen, machen wir das mit Stufen. Aber bevor wir uns jetzt da durcheinander kommen, machen wir das erstmal alles mit Treppen. So, das würden wir dann, sage ich mal, überall machen, wo wir das jetzt haben, hier vorne auf. Wir beginnen dann hier ganz normal, uns einfach hier die Treppen zu machen. Wir auf jeder Seite hier 3 Stück. Zack, zack, auf der Vorderseite. Die Seiten und so lassen wir erstmal noch in Ruhe. Ne? Und dann natürlich auch hier die Seite. Ziehen wir jetzt erstmal hier unsere Treppen einfach mal lang, damit das erstmal auf den Seiten halt so aussieht. So, unter den Treppen, das können wir jetzt auf allen 3 Seiten machen, wo wir jetzt das platziert haben, können wir ganz normal einfach auch nochmal umgedrehte Treppen uns platzieren, damit das dann so erstmal aussieht. Ich bin schon mal auf die andere Seite gegangen und habe überall jetzt unter unseren Treppen nochmal Treppen platziert. Ne? Das ist alles hier ein bisschen dicker. Jetzt wollen wir natürlich noch die Treppen an den Seiten überall miteinander verbinden. Das heißt, wir schnappen jetzt unsere Stufen. Wir können hier ruhig mal auf der rechten Seite anfangen. Ihr könnt gerne jetzt hier auf der Treppenhöhe einfach mal die erste Stufenreihe langziehen. So, jetzt sage ich mal hier ringsrum ums Haus, dass wir erstmal überall anstoßen. Zack, und dann gehen wir natürlich nochmal auf die Rückseite und können hier auch nochmal eine Stufenreihe langziehen. So, jetzt haben wir unsere Stufen platziert. Die nächste Aufgabe wäre jetzt unter der Stufenreihe noch eine weitere Stufenreihe uns hier einmal lang zu ziehen. Das machen wir auch wieder einmal komplett hier ums Haus. Und wenn wir dann unsere Sandsteinstufen wie Treppen hier einmal bei unserem Dach hier überall langgezogen haben, geht es nochmal aufs Dach. Schnappt euch nochmal eure Keramik. Wir wollen jetzt schon so einen kleinen Vorbau für unseren Schornstein später basteln. Wir schlagen einfach mal auf der rechten Seite jetzt, würde ich mal sagen, gleich hier die zweite Niederziegel,
oder Niederziegeltreppen weg und setzen uns hier einfach mal viermal Keramik hin und dann reicht das erstmal. Dann beginnen wir erstmal unsere Türen und Fenster und alles hier natürlich zu platzieren. Wir fangen jetzt erstmal auf der Vorderseite an. Ich würde mal sagen, es geht dann auch erstmal los natürlich hier mit unserer Eingangstür. Da schnappen wir uns erstmal unsere Sandsteinblöcke und können hier an der Wand einfach mal hier dreimal Sandstein platzieren. Das machen wir auf eine Zweier Höhe und davor würde ich mal sagen, machen wir nochmal eine Blockreihe. Und da können wir dann ganz normal unsere Treppen einmal mal platzieren und dann wollen wir hier natürlich unsere Tür machen. Das heißt, ich setze mir an den Seiten hier zweimal einfach mal Sandsteinblöcke. Dann können wir hier noch zack, zack an den Seiten zweimal Treppen machen. Dann machen wir dazwischen eine umgedrehte Treppe und dann können wir hier, sag ich mal, das freihauen und die Tür dann hier nochmal reinsetzen. Über unserer Tür wollen wir auch gleich noch ein Fenster machen. Wir lassen einfach mal zweimal Keramik Platz und schlagen uns dann hier so ein Viererfenster rein, dass wir an den Seiten natürlich überall noch Keramik haben. Dann gehen wir hier noch ein bisschen weiter hier nach vorne. Da würde ich mal sagen, lassen wir jetzt hier zwei Blöcke Platz und schlagen uns hier einfach mal ein Viererfenster rein. Auf einer Zweier Höhe würde ich mal sagen, das reicht völlig. Sodass wir hier noch drei Blöcke haben. Hier können wir nochmal zwei weghauen. Dann gehen wir nochmal einmal nach unten ein bisschen weiter. Wir lassen auf der Unterseite einfach mal zwei Blöcke Platz an der Seite ein. Und dann können wir hier einfach mal fünf Blöcke weghauen. Und das machen wir hier auch wieder auf eine Zweierhöhe, ne? Dass wir unten halt zwei Blöcke haben, an der Seite ein und auf der anderen Seite noch drei Blöcke. So, die Fenster beziehen wir noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal noch auf die andere Seite. Und zwar auf der Rückseite von unserem Haus wollen wir auch erstmal uns die Tür basteln, damit die erstmal weg ist. Das heißt, wir fliegen hier einfach mal hier unten auf die rechte Seite hin. Wir lassen hier zwei Blöcke Platz, setzen uns drei Sandsteinblöcke hin, lassen dann eine Reihe Platz, wieder drei Blöcke hin. Können darauf dann eigentlich, wie auf der Vorderseite, eigentlich erstmal hier zwei normale Treppen an den Seiten platzieren, dazwischen eine umgedrehte und dann ganz unten machen wir auch nochmal eine Treppe. So, dann können wir jetzt hier einfach mal das einmal freihauen ins Mauerwerk rein und in unsere Tür natürlich noch einmal reinsetzen. Dann geht es noch neben unsere Tür, da wollen wir natürlich noch ein paar Fenster reinhauen. Wir fangen an einfach, dass wir, sag ich mal, hier neben der Tür einfach eine Blockreihe freilassen und lassen wir wieder zwei Blöcke Platz und schlagen hier einfach mal wieder eine Fünferreihe weg. Dann machen wir so ein schönes großes Fünferfenster, ne, von der Zweier Höhe. Dann lassen wir darüber einfach mal drei Blöcke Platz und schlagen hier nochmal das gleiche Fenster rein. Ne, Fünfer Breite, Zweier Höhe. Von denen gehen wir nochmal zur Seite weg. Da lassen wir mal zwei Blöcke Platz und schlagen wir hier uns wieder so ein Zweierfenster, also so ein Viererfenster rein, dass wir hier auch nochmal zwei Blöcke haben. So, ich habe mir mal kurz unsere Glasblöcke schon mal geholt, weil das macht dann einfacher, sag ich mal, unsere Fenster zu beziehen. Und zwar könnt ihr jetzt natürlich, ich nehme jetzt einfach mal türkises Glas für die Fenster, kannst auch gerne jede andere Farbe nehmen, wie du möchtest. Einfach die Glasblöcke jetzt hier reinsetzen, was wir jetzt freigehauen haben, natürlich einmal hier auf der Rückseite, wie natürlich dann auf der Vorderseite. Ich war noch gleich so frech und habe meine Fenster dann gleich noch verkleidet. Ich richte mir meins ja nicht ein, von daher würde ich mal euch einfach mal blauen Beton empfehlen, ne? So als Deko-mäßig. Einfach glatt hinter unseren Glasblöcken heransetzen. So, jetzt wollen wir unsere Fenster natürlich noch ein bisschen, sag ich mal, ja, optisch verschönern. So können wir sie ja nicht lassen. Wir beginnen jetzt erstmal auf der Vorderseite. Schnappt euch nochmal eure Sandsteintreppen und Stufen. Wir beginnen ganz unten auf der Vorderseite, dass wir erstmal hier außen erstmal zwei umgedrehte Treppen machen. Dazwischen machen wir es auch nochmal eine umgedrehte Treppe. Und darüber machen wir uns in der Mitte auch nochmal zwei umgedrehte Treppen. So, das machen wir an den Seiten mal nicht so ganz. Die wollen wir dann natürlich auch umgedreht machen, aber dann so zur Seite weg. Zack, zack, das machen wir auf beiden Seiten. Dann schnappen wir unsere Stufen und können hier einfach mal die Treppen miteinander überall verbinden. Und ganz unten, jetzt würde ich mal sagen, hier setzen wir noch mit roten Niederziegeltreppen noch so, eine, ja, so ein Dachfenster noch einfach mal rauf. Oder halt, sage ich mal, so einen kleinen, so ein, ja, für unseren Rahmen vom Fenster noch so ein Dach rauf, ne? So, das wollen wir dann auch nochmal hier machen. Das können wir eigentlich auch gleich erstmal hier noch setzen. Sag ich mal, so das Vordach hier fürs Fenster. Zack, setzen wir einmal rauf. Und darunter können wir dann, so würde ich mal sagen, erstmal an den Seiten hier wieder unsere Treppen hin. Und dann hier auch wieder so, dass die Treppen, sag ich mal, das Mittelstück hier so nach innen zeigt. Machen wir natürlich hier wieder auf beiden Seiten. Und können auch hier wieder die Mitte mit einfach hier unseren Stufen miteinander verbinden. So, bei den Stufen bleiben wir auch gleich. Und zwar hier neben dem kleinen Fenster setzen wir einmal unten eine Stufe hin. Und darüber auch nochmal eine Stufe. Dann geht es noch ans Fenster über unserer Tür. Da setzen wir einfach mal zwei umgedrehte Treppen so hin, dass die sich, sag ich mal, angucken mit der Vorderfront. Und darüber setzen wir dann einfach nochmal eine Stufenschicht. Auf der Rückseite wollen wir natürlich auch noch unsere Fenster ein bisschen verschönern. Wir beginnen erstmal mit den zwei großen, die baut man komplett gleich. Wir fangen wieder unten an, wie auf der Vorderseite, erstmal uns drei Treppen hinzusetzen. An den Seiten auch eigentlich wieder gleiches Spiel. Die Treppen setzen wir so mit der Vorderseite nach innen. Und dann platzieren wir erstmal wieder unsere Stufen. Die unterste Reihe können wir miteinander komplett verbinden. Die zweite Reihe machen wir auch. Aber die dritte Reihe lassen wir frei. Wir setzen dann einfach auf der Treppenreihe noch eine weitere Stufenschicht hin. So, das gleiche Spiel machen wir nochmal hier oben bei diesem Fenster. Ne, ist genau das gleiche Spiel. Wir setzen es trotzdem nochmal zusammen. Dann sind wir auch ein bisschen eingespielt. Zack, jetzt kommen schon wieder die Stufen. Und ganz oben halt dann, zack, setzen wir glatt noch die Stufen rauf. Ja, und dann sage ich mal, dieses Viererfenster, ne, das ist eigentlich wie auf der Vorderseite. Einfach zwei umgedrehte Treppen können wir hier unten ransetzen. Und dann würde ich sagen, darüber noch zwei Stufen.
Man könnte eigentlich jetzt Mr. Beans Haus schon so lassen. Wir wollen es aber noch ein bisschen verfeinern. Wir fliegen erstmal aufs Dach. Ich würde mal sagen, auf den Schornstein setzen wir nochmal zwei Blumentöpfe rauf. Nehmen den so ein bisschen optisch zu verschönern. Bei der Haustür vorne würde ich noch sagen, machen wir eine Klinge ran mit einem Steinknopf. Und dann würde ich sagen, könnte man noch sich natürlich so einen kleinen Vorgarten machen, wie man es kennt bei Mr. Bean. So ganz einfach natürlich aus dem gleichen Blockmaterial. Und dann könnte man noch, wenn man möchte, noch ein bisschen Deko setzen. So ein paar Büsche noch, sag ich mal, hier drunter. Ne, vielleicht nimmt man da verschiedene Buschfarben, ne, was halt einem da so ein bisschen gefällt. Dann kann man natürlich noch ein paar Gräser setzen, ein paar Blümchen. Und ja, das kann man so überall machen. Ne? Ich sag mal, Mr. Bean hat auch einen Garten. Ich habe mir ein paar Folgen nochmal angeguckt, wie man so hinten dahin kam. Die haben an sich eigentlich einen kleinen Garten, auch so einen kleinen Schuppen. Ne, Minecraft halt auch wirklich mal winzig hier so ein bisschen gebastelt. Ja, und dann ist eigentlich auch Mr. Beans Haus fertig. Ich hoffe, du bist wie immer zufrieden mit dem Baututorial. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen. Mal gucken, was du so erlebst. Mr. Bean hat ja einiges erlebt. Vielleicht kannst du sie auch toppen. Also, wie gesagt, viel Spaß beim Nachbauen. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Und falls du Lust auf Mr. Bean hast, in der Videobeschreibung, da geht's zu Mr. Bean. Also, haust rein und tschüss.